Appertshausen, ein kleiner Ort in der Gemeinde Eidhausen in den Haßbergen. Dort befindet sich in der Ortsmitte direkt neben der Kirche die denkmalgeschützte Alte Schmiede. Sie wurde im Rahmen eines LIDA-Projektes zwischen 2019 und 2022 aufwendig saniert und erstrahlt seitdem in neuem Glanz. Die Fachwerksverzierungen an der Giebelseite zeugen von der großen Handwerkskunst, die in dieser Gegend seit jeher vorhanden ist. Eine Kunst, die in verschiedensten Ausprägungen viele Berufe in der Gemeinde über Jahrhunderte hinweg bis heute geprägt hat. Die Gegend um Eidhausen ist geprägt von malerischen Fachwerkhäusern, die im fränkischen Baustil errichtet wurden. Insbesondere Nassach besitzt zahlreiche Bauten, die durch die harmonische Gestaltung von der Zimmermannskunst der Baumeister vergangener Jahrhunderte zeugen. An anderen Orten wurden diese Gebäude vor Jahrzehnten abgerissen, anstatt sie liebevoll zu restaurieren. In Nassach sind viele Häuser davor verschont geblieben und strahlen im Glanz vergangener Tage. Kein Haus gleicht dem anderen und trotzdem gibt es Merkmale, die typisch für die Fachwerkhäuser in der Umgebung sind. Ein Beispiel dafür sind die Laubengänge, die vor Wind und Wetter schützen und unter denen man bevorzugt gearbeitet hatte. So nutzte man auch die Überdachung an der alten Schmiede von Happertshausen für Arbeiten im Freien, zum Beispiel zum Dengeln von Sensen. Karl-Heinz Konrad ist einer der letzten Lehrlinge in der Schmiede gewesen und hat den Alltag noch selbst erlebt. In der Schmiede war immer Arbeit, da ist nur noch viel mit der Hand gemacht worden, also so Gartenwerkzeuge geschärft worden oder für die Landwirtschaft Pflugschare sind geschärft worden, wie gesagt, Sensen gedengelt worden. Und Pferde haben wir viel beschlauchen. Wir haben so an die 40 Pferde zu beschlauchen gehabt. Sehr übel. Alles gut. Immer Fuß. Ja. Alles gut. Alles gut. Im Sommer war schon viel zu tun dagegen. Im Winter ist dann ruhig gegangen. Da sind zum Beispiel die Egenzinken geschärft worden. Früher ist nicht alles weggeschmissen worden. Da ist wieder alles repariert worden, wenn es einigermaßen möglich war. Die Erinnerung, wenn ich dran denke, also. Das war schon schöne Zeiten. Auch in Friesenhausen, neben dem Schloss gelegen, gab es eine Dorfschmiede, deren letzter Besitzer das Handwerk noch beherrschte und dessen Sohn die Schmiede noch als Hobby betreibt. Mein Vater, Kurt Huslein, hat in dieser Schmiede über 50 Jahre sein Handwerk ausgeübt. Ferner hatte er für die Dorfgemeinschaft Egenzinken geschärft, Pflugschare rausgetrieben, Gartengeländer, Gartenzäune hergestellt und viele feine Feinstarbeiten. Ein paar Straßen weiter, ebenfalls in Friesenhausen, ist ein Kleinod zu bewundern, das in früherer Zeit für die Versorgung der Bevölkerung nicht wegzudenken war und nun als privates Museum geführt wird. Der alte Gemischtwarenladen von Jakob Schmidt, liebevoll restauriert von der jetzigen Besitzerin Andrea Meub. Also den Laden, die ersten Geschäftsbücher habe ich gefunden von 1899. Der Laden war dann von 1976 bis 2013 einfach zugeschlossen. Die haben keinen Ausverkauf gemacht. Und 2013 haben wir das dann als Nachbarn gekauft. Wie wir aufgeschlossen haben, haben wir gesehen, dass die ganzen Sachen vom Kaufladen, also alle noch da waren. Die waren jetzt fast 40 Jahre lang quasi stillgelegt. Also wie wir am Anfang reinkommen sind, wollte mein Vater erst das ganze Zeug wegschmeißen. Er hat gesagt, das sind lauter alte Sachen, die schmeißt man aus
Und dann habe ich gesagt, nee, das ist so schön, das machen wir sauber, räumen das wieder ein. Und 2016 haben wir ja 1200-Jahr-Feier gehabt und da waren so viele Leute da und die haben gesagt, das ist alles so schön. Und dann habe ich auch 2019 den Staatspreis für Dorferneuerung und Baukultur gekriegt und 2020 dann die Denkmalschutzmedaille. Also, und da sieht man es ja, dass das alte Zeug eigentlich auch recht gut ist. Man sollte wirklich nicht alles wegschmeißen. Früher gab es bei uns im Dorf 3 Dorfläden. Der älteste war der hier. Dann gab es noch 2 weitere. In dem einen war auch sogar Bäckerei dabei. Und dann so nach und nach ist das eingeschlafen und die waren dann alle zu. Und jetzt seit kurzer Zeit gibt es aber in Eidhausen wieder einen Dorfladen und das freut mich natürlich. Der Dorfladen in Eidhausen stellt die Nahversorgung der Bürger mit Lebensmitteln sicher. In zentraler Lage, direkt neben dem Rathaus gelegen, ist er für die Dorfbewohner und die Menschen in der Region gut erreichbar. Auch in Kerbfeld, in unmittelbarer Nähe zur alten Schule, wird noch traditionelles Handwerk zur Nahrungsmittelversorgung ausgeübt. In der alten Bäckerei von 1930 kümmert sich Bäcker Armin Lutz mit viel Hingabe um die Versorgung mit Backwaren aus regionalen Zutaten. Die Bäckerei gibt es schon fast 100 Jahre jetzt, vom Opa Franz. Und das war schon eine Besonderheit, denn es war ja eigentlich eine Weltwirtschaftskrise im Anflug. Und der Opa hat hier mit der Gemeinde einen etwas besonderen eigenwilligen Vertrag geschlossen. So eine Bedingung, dass bis zum 1.1930 die Bäckerei und das Geschäft eröffnet sein muss. Dann ansonsten würde der Kauf rückgängig gemacht werden. Also es war wirklich auch so ein Vertrag, dass hier was passiert. Ich denke mir, der Gemeinde ging es nicht so sehr um die Einnahme oder den Verkauf des Platzes, sondern wirklich darum, hier wieder Leben zu haben und also eine Bäckerei und eine Gastwirtschaft im Ort zu haben. Die Menschen, denke ich, in Kerbfeld sind ganz froh gewesen, hier eine Bäckerei zu haben. Was ich dann auch jetzt auf Wunsch des Dorfes weitergeführt habe und immer noch sozusagen tapfer das alte Bäckerhandwerk hier noch ausübe. Direkt gegenüber der Bäckerei bezieht Armin Lutz sein Mehl vom Biobauern Franz Bayer. Du, beim Armin Lutz, der kriegt von mir vollkommen Mehl. Jede Woche halt 15 Kilo. Vor 30 Jahren habe ich die Landwirtschaft übernommen. Ein Jahr später habe ich gleich auf biologischen Landbau umgestellt. Und nochmal ein Jahr später bin ich gleich zum Naturlandverband. Weil man es da halt beim Verband eigentlich ein bisschen vermeiden kann, sein Getreide. Und vor 25 Jahren bin ich darauf gekommen, Mehl zu machen. Und vermarkte halt jetzt seit 2009 im Hasbergkreis. In Rottenstein, am Fuße des ehemaligen Burgstalls Rottenstein und neben der alten Mühle von 1767 gelegen, die das Mehl für die Umgebung in vergangenen Zeiten mahlte, betreibt Waltraud Baumeister eine Alpaka-Zucht. Durch einen Zeitungsartikel habe ich erfahren, wie beruhigend die Alpakas sind. Und 2012 haben wir die ersten Alpakas gekauft. Es waren 2 Stuten und ein Fohlen. Die 2 Stuten waren gedeckt, sodass wir dann 2013 schon 5 Alpakas hatten. Die Alpaka-Wolle ist wärmend, kühlend und feuchtigkeitsregulierend. Und ich stricke jetzt Stulpen und Mützen und Schals. Und die sind sehr angenehm zu tragen. 2 Häuser weiter drechselt Bernd Kötting seit Mitte der 90er Jahre zahlreiche Gebrauchs- und Kunstgegenstände aus Holz als Geschenke für Freunde und Familie. Also da habe ich eine Schale vorbereitet, die ist in Eche. Die ist auch schon geölt. Und solch eine Schale würde ich jetzt nochmal drechseln.
Holz war damals, wie heute, ein wichtiger Rohstoff, ohne den viele Dinge nicht hergestellt werden konnten. Im Sägewerk Eidhausen werden Baumstämme aus der Region zu Brettern und Balken gesägt. Hans Albert kaufte vor gut 12 Jahren das Sägewerk und führt damit das alte Handwerk in der Neuzeit fort. Ich habe das Sägewerk im Jahr 2000 erworben von der Familie Unrath. Und die Ursprünge von dem Sägewerk müssen in den 30er Jahren gewesen sein. Ich nutze das Sägewerk, um für meine Bauschreinerei verschiedene Hölzer zu sägen, Eichebalken für den Eigenverbrauch bei Fachwerksanierungen oder auch Schnittholz, Latten, Kanthölzer, was man in so einer Bauschreinerei halt braucht. So landet das Holz von Hans Albert wieder bei Sanierungen alter Fachwerkbauten, ähnlich wie bei der Schmiede Happertshausen. Auch hier hat man Holz aus der Region bezogen, um das Gebäude wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen. Bis dahin war es aber ein langer Weg. Nachdem ich hier größten Teil meiner Kindheit und Jugend verbracht habe, lag mir das Gebäude unwahrscheinlich am Herzen. Und ich hätte selbst gerne eine Nutzung reingebracht, also um Anfang der 90er Jahre. Das wurde aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Und es hat mir im Herzen immer wehgetan, wenn ich hier vorbeigefahren bin und gesehen habe, wie der Zaun der Zeit an diesem Gebäude nagt. Und deshalb war ich sehr erfreut, als die Gemeinde auf mich zugekommen ist mit der Anfrage, ob ich das Gebäude der Gemeinde überlassen würde. Was macht mit meinem historischen, wirklich bedeutenden Objekt, um es wieder in Wert zu setzen? Nicht nur um des Sanierens willen ist es wichtig, dass wir Konzepte entwickeln. Und dabei kam uns die Idee der Inwertsetzung unserer Handwerksbetriebe, die für unsere Region so bedeutend ist. Wir arbeiten jetzt mit Ton und ihr habt schon gesagt, ein bisschen Erfahrungen habt ihr. Hier habe ich jetzt den Ton. Wo kommt der eigentlich her? Nach der Sanierung konnte in der alten Schmiede neues Handwerk wieder aufleben. So werden beispielsweise Töpferkurse für Kinder angeboten. Im oberen Stockwerk finden Näharbeiten statt. Und zum Beispiel eine Tracht, Gwand genannt, wird nach alten Vorlagen geschaffen. Vor 25 Jahren kam Günter Bertel zu mir und hat mich gefragt, ob ich nicht eine Tracht nähen würde. Und da habe ich mich bereit erklärt. Und 2008 war es dann endlich soweit. Dann habe ich mit 7 Frauen ein Gewand genäht und wir haben dann auch noch in Eidhausen ein altes Gewand, dieses wunderschöne Stück gefunden und nach diesem Stück haben wir unser Gewand genäht. Dieses Mieder ist aus Seide, ist ein wunderschönes Stück. Es zeigt auch davon, dass es von einer reichen Familie ist und diese Dame hat hier schon solche Bänder eingearbeitet. Das zeigt, wenn sie stärker geworden ist oder schwanger geworden ist, dass sie mit diesen Bändern ihr Mieder weiter oder enger machen konnte. Daneben gibt es spannende Geschichten aus der Vergangenheit, so wie Jutta Meyer-Ott über die historischen und sehr wertvollen Brautkronen zu erzählen weiß. Ich komme aus Nassach, was damals Sachsen-Coburg war. Diese Krone ist 10 Jahre älter und die trägt man als Hochzeitskrone. Und diese ist ein was ganz Interessantes, weil sie flittert, hat den Namen Flitterless-Krone. Das sind also irgendwelche aus Messing gestanzte kleine Figuren, Embleme, das sind Blumen, Eicheln, Vögelchen und die sollen so schnell wackeln, um die bösen Geister zu vertreiben. Aber auch neues Handwerk zieht in die Schmiede ein, so wie das Textil-Upcycling. Wir haben Anfang letztes Jahr einen Wettbewerb gestartet und haben da ganz tolle kreative Ideen bekommen, unter anderem hier mein Lieblingsteil, das sind Barfußschuhe aus einem alten Mantel. Wir werden jetzt in Zukunft auch neue Seminare veranstalten und Workshops. Das nächste ist zum Beispiel, da werden wir schöne Brotkörbchen machen. Und wir freuen uns in Zukunft hier in der alten Schmiede kreativ zu sein. So wurde aus einem baufälligen Objekt in der Dorfmitte ein zentraler Punkt für die Gemeinschaft, an dem Menschen zusammenkommen können, um altes Handwerk wieder aufleben zu lassen. Das Engagement wurde mit dem Europäischen Dorferneuerungspreis 2020 ausgezeichnet und ist ein gutes Beispiel dafür, wie mit dem Erhalt von markanten Gebäuden im Ort, einem zukunftsträchtigen Konzept und vielen engagierten Dorfbewohnern ein wegweisendes Beispiel für den Erhalt von Kulturerbe und die Wiederbelebung der Dorfmitte geschaffen werden kann. Ein Vorhaben, das wohl Nachahmer finden wird.